Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Und diesmal spielen wir Transport Fever 2. Ja, wir haben zuletzt das Spiel Voxel Tycoon gespielt, was, sagen wir mal, im entfernten Sinne so ähnlich ist. Und ich habe gedacht, wir spielen eines meiner absoluten Favorite Games, wenn es darum geht, wie einen Sandkasten Züge zu bauen und in schönen Gegenden Schrott zu machen. Transport Fever 2, absoluter Highlight, finde ich. Im Gegensatz zum 1er gibt es nicht so die großen Performance-Probleme. Und ich habe gedacht, wir spielen einfach mal ein ganz schön gemütliches Game mit einigen gemoddeten Zügen. Wir starten im Jahr 1850 und gehen dann die Zeit hoch. Wir spielen außerdem auf einer sehr hohen Karte mit ein bisschen Gebirgen, ein bisschen Fluss und einigen Wäldern. Wir sehen es auch hier schon, wir haben erweiterte Produktionen. Wir haben hier aus, was ist denn das jetzt hier zum Beispiel? Coffee Berries machen wir, Kaffeebohnen. Und dann kann man hier einiges draus machen. Zum Beispiel hier können wir ein Brot, Lebensmittel aus Alkohol, Kaffeebohnen und Fleisch machen. Meat. Falls ihr euch wundert, warum es so halt im Hintergrund, das liegt daran, dass ich aktuell in einer neuen Wohnung bin und dieser Raum noch nicht so gut vor Hall geschützt ist. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten paar Wochen fixen kann. Ich kann aber leider nicht versprechen, ob es jetzt, es kann sein, dass es 2 Monate dauert, bis das Ganze hier sich einigermaßen einpendelt. So, aber wir starten jetzt und ich würde sagen, wir starten mit einer ganz gemütlichen kleinen Runde Züge. Und weil ich Eckbahnhöfe liebe und immer in der... Ja, ist ja gut, ich kümmere mich ja drum. Suchen wir uns einen schönen Bahnhof in der Ecke aus, mit dem wir schön starten können. Hier könnten wir so und so fahren. Oder wir nehmen den hier, der hat halt eine extrem lange Strecke bis zum ersten Bahnhof. Ey, guck mal, wir haben hier München. Ich habe außerdem deutsche Straßennamen Stadtnamen eingefügt. Oder wir könnten hier wahrscheinlich einige deutsche Städte finden. Bottrop zum Beispiel hier. München haben wir schon gesehen. Wir starten aber in Siegburg, würde ich sagen. Und suchen hier mal einen schönen Platz für den Bahnhof aus. Ich würde die Straße dann auch hier verbinden. Oder wo starten wir denn am besten? Wir starten hier mit Personenverkehr. Bedeutet, wir brauchen einen Platz für Personenzüge. Die Stadt wächst mit der Zeit. Hier ist halt Industrie, oder eher für den Industriebahnhof geeignet. Aber was ist, wenn wir hier eine Straße einziehen? Was wäre denn damit? Wenn wir jetzt mal hier... Hexe. Nehmen wir die große Straße, bisschen größere Straße vielleicht. Ja, besser. Ziehen die hier so hin. Zack. Da... Wie als ob es geplant wäre. So, und dann ziehen wir natürlich hier noch die Straße lang. Aber erst nachdem wir sie abgerissen haben. Jetzt meckert natürlich das Spiel gleich, dass wir hier eine schöne Straße abgerissen haben. Weil das geht ja nicht. Wir schneiden einfach hier eine Straße ab. So eine Frechheit. Ich würde sagen, das reparieren wir nicht schnell, ne? Ich hätte da schöne Kurve drin, Leute. So. Und zack. Ist die Straße wieder dran. Was ist hier unter Werkzeug? Ich hatte das Spiel jetzt leider schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, weil ich einfach keine Zeit hatte, mehrere Spiele außerhalb auch der Aufnahmen zu spielen. Bedeutet, es ist für mich mal wieder ein Highlight, es auch spielen zu können. So, aber... Bahnhöfe. Wir werden hier, dadurch, dass das ein Endbahnhof ja sozusagen ist, wie man hier sieht, nur ein schönes Bahnhöfchen brauchen. Schauen wir mal, wie sollten wir es überhaupt ausrichten? Wir fahren am besten hier vorbei, aber das ist ja wurscht. Ich würde mit einem zweigleisigen 160 Meter Bahnhof beginnen. Und wenn ich... Ja, was ich schade finde, dass es nicht so haargenau einstellen kann. Es gibt doch nicht so extra geht Shift N. Oh doch. Ich habe was Neues entdeckt. Oh mein Gott, ist das geil. Jetzt kann ich den nicht wirklich haargenau anpassen. Zack. Perfekt.
Wenn ich jetzt nicht Shift drücke und N und M, dann geht's viel genauer. Braucht man Hirn für. Nee, ich habe das echt ernsthaft noch nicht gewusst. Das ist erstaunlich. Oh, ich mag diesen Minibahnhof so nett gemacht. Ich finde, das Spiel ist echt schön gemacht. Vor allem auch mit den Schildern, die dann beschriftet sind. Allein, also das muss man dem Spiel echt lassen. Es ist echt schick gemacht und detailliert. So, wo fahren wir denn als erstes hin? Ich würde sagen, wir fahren als erstes nach Reffen. Und von Reffen können wir nach Tübingen dann fahren und vielleicht nach München. Bedeutet, Reffen, du musst dich jetzt darauf einstellen, dass wir dir hier einen Bahnhof hinklatschen. Die Frage ist, wohin? Weil du bist ganz schön steil, das Gebiet. Also wir könnten überlegen, ob wir hier sozusagen so schräg hochkommen, aber dann sind wir auch ganz schön steil schon wieder, ne? Schauen Sie mal an, ich würde denselben Bahnhof im Grunde, bloß halt nicht als Endbahnhof nehmen. Schauen, dass wir den auf 90 Grad kriegen hier so. Warte, wir können ja hier mal schnell den anpassen, so dass der gerade geht. Und dann hier irgendwie so hin. Oder wir ziehen ihn halt direkt durch die Stadt durch, was glaube ich schlauer wäre. Wir ziehen ihn durch die Stadt durch. Es tut mir echt leid für das Paar, was hier gerade ein Haus baut. Ihr werdet abgerissen. Knock, knock. Abrissdienst. Es tut mir leid. Schienen. Jetzt brauchen wir schöne kleine Schleißchen. Oh, so schön. Oh, die haben die... Oh, sie haben es neu gemacht. So schöne Zeichen. Also, sie muss lassen. Es gibt, sie geben sich jedes Mal in diesem Spiel sowas von Mühe. Obwohl ich das Gefühl hatte, ob das jetzt nicht so verbunden ist, Gleis wie sonst immer. Normalerweise kannst du dieses Gleis verbinden. Doch, es ist verbunden. Dann fahren wir hier rein und brauchen natürlich noch einen Straßenanschluss wieder. Warum baut ihr denn eigentlich immer die Kreuzungen voll? Knock, knock, Abrissdienst. Ihr Haus muss weg. Da steht mal wieder im Weg. Sie haben ihr Gebiet in einem abrissgefährdeten Gebiet gebaut. Es tut uns leid, aber ihr Haus muss weg. So. Und wenn wir lustig sind, bauen wir einfach hier noch einen Anschluss an. Und weil wir lustig sind, machen wir das auch. Weil dann kannst du... Das da ist natürlich scheiße, aber du kannst rein theoretisch hier rumfahren und wir können hier nachher Anschlüsse für Trams und alles bauen. Das bedeutet, wir fahren jetzt hier drum, Larum, Löffelstiel, hier und dann so in den Bahnhof rein am besten. Weil alte Züge schaffen es noch nicht über den Hügel. Oder wir ziehen natürlich hier gleich außen rum Gleis. Let's see. Let's see, let's see, let's see. Natürlich wieder gucken, dass alles auf 120 geregelt ist. Warum willst du schon wieder so tief, mein Freund? So. Über gucken, wo unsere Schienen laufen. Wir laufen jetzt hier so. Obwohl, wir können sicher, ich denke mal, dass es trotzdem funktioniert, dass wir sagen, okay. Ich will immer am Anfang ein Stückchen gerade gehen. Das ist für mich so, da kann ich dann Leitungen später liegen und so Zeugs. Und da wird ein Tunnel gebaut. Ui, 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 das wird teuer. Aber hey, es geht eigentlich sogar noch vom Preis her. Solange wir da drin keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, ist alles super. Ich könnte natürlich auch rausheben lassen, das kostet vielleicht noch mehr. Und jetzt tut es mir leid für den Bauern, aber du, deine Felder, die stehen mir ein bisschen im Weg. Alter.
Ich muss 1 Million bezahlen. Okay, soll die vielleicht lassen, ne? Kann ich das ein bisschen umgehen, wenn ich hier... Ich brauche den Jeans-Anschluss schon, bitte. Ich will bloß nicht zu niedrig von der Geschwindigkeit kommen. Das wäre so eine uncoole Sache. Gib mir wenigstens 90 km/h. Dann fahre ich hier außen rum. Der 3. Ich will nicht durch die Felder durch, die kosten mich Millionen. Und schon wieder Brücken. Ich will keine Brücken. Leute, ich brauche keine Brücken. Ich fahre einfach hier schön am Rand entlang. Da vorne ein Steinbruch. Wo fahre ich denn überhaupt hin? 120. Oh, Hügel. Genau, da war was. Hügel. So. Jetzt muss der gleich nochmal zwei... Oh, Gottes Willen. Das ist ein Schienenverkehr, du... Wenn ich die anschließe, wie baust du? Ja, es passt schon. Ich habe noch 1,6... Alter, dieses Schienennetz. Das kommt davon, wenn man nicht einfach beschließt, jo, wir bauen hier lang. Man baut hinten rum. Aber rein theoretisch kann ich dann das irgendwann verwenden, um nach München zu fahren. Oh, scheiße. Aber hey, wir sind ein junger Unternehmer. Später bohren wir halt da vorne einen Tunnel durch. Besser zu wissen. Und als erstes wird natürlich auch hier nehmen wir ein Gleis hingesetzt. Wo ich mir das Teil dran hänge. Zack. So. Dann machen wir doch gleich mal die erste kleine Zugverbindung. Das war hier. Neue Linie, relativ simpel. Du fährst von Siegburg nach Rethem. Und das ist einfach jetzt mal Linie 1. Ganz simpel gehalten. Die Linie existiert jetzt, genau, perfekt. Jetzt heißt es Zug bauen. Was haben wir für Züge zur Verfügung stehen? Oh, sie haben es mittlerweile geschafft, dass alle Züge gut. Weil früher war, ich war mal in Modscup früher und dann gab es schon in diesem Zeitalter S-Bahn. Das war nicht gut. So, wir kaufen für schlappe 200.000 erstmal dich und ein paar Züge dran. Und dann machen wir 1 Million. Draus glatt. Und du gehst mir jetzt auf die Linie 1. Und jetzt können wir die Zeit starten. Was kommt denn da? Da kommt was Feines. Tschut, tschut. Schön gemacht, also echt wunderschön. Der Sound, das finde ich, ist noch ein bisschen laut. Muss ich für die nächsten paar Male umstellen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin leiser wie das Spiel. Bin mal gespannt, wie schnell der werden kann. Er ist gerade bei 28 km/h. 29. Die Schienen sind, wie gesagt, ausgelegt auf 120. Teilweise, wenn nicht sogar 90. Und wir können ja hier vorne... Hallo, Chuff Chuff. Ach, schön. Schön, schön, du. Wo fahren wir hin? Nach Berchtesgaden? Ja, nach Berchtesgaden finde ich schön, du. Bin mal gespannt, wie der Tunnel von innen ausschaut. Ob sich da was geändert hat. Aber man muss immer wieder lassen, allein schon das Gras.
Ja, der Stein ist vielleicht ein bisschen gefährlich nah. Hallo. Tschuff, tschuff. Das sieht aber nett aus, selbst hier innen gemacht. Vielleicht ein bisschen mehr Tiefe, aber ich glaube, das hätte Performance gezogen, wenn du da wirklich 3D fett gemacht hättest. Einfach im viereckigen Kasten rein. Mein Gott, die meisten spielen es nicht aus der Ego-Perspektive. Tschut, 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 die Eisenbahn, wer will mit noch? Wollte gerade sagen, das war irgendwie laut und schnell. Gib mal Gas, mein Freund. Ich will mal gucken, wie viel du anbringst. Wie lange fährt der eigentlich? Der fährt ja eine halbe Ewigkeit dahin. Details. Ich kann gleich Finanzen sehen. Genau. Er hat uns mittlerweile schon fast 50.000 gekostet. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber er sollte... Oh Gott, der hat eine lange Strecke. Aber Leute, es warten Leute... Oh! Es warten schon 14 Leute. 15. Die Leute nutzen den Zug wohl. Machen wir hier Flugzeugsound. 1859 gab es noch kein Flugzeug. Auf jeden Fall nicht, dass ich wüsste. Außer UFOs. Kommst du mal bitte an? Die Leute warten auf dich. Kapazität von 36 Leuten, Alter. Und aufnehmen alle. 26. 10 Plätze sind noch im Zug frei. Kugel, Kugel, Kugel. Wo ist der Kugelhupf? Jetzt gibt es eine direkte Zugverbindung. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge, was der Verdienst der ersten Zugfahrt ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt eure Ideen für weitere Let's Plays in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.